Die Tamas NRW. Hinter mir ist schon richtig viel los. Wir haben super tolles Wetter und heute freuen wir uns riesig, Tino Chrupalla hier in NRW zu begrüßen. Nicht vergessen, 26. September, AfD wählen. Ich freue mich auf schönes Wetter, ich freue mich auf die Publikum. Ich denke, es wird eine tolle Veranstaltung sein. Wir wollen Deutschland wieder normal machen. Der Wahlkampf geht jetzt richtig los, auch in den Käffern im Sauerland. Und wir machen richtig Druck. Ich hoffe, dass der Tino uns hier auch als Omen beiseite steht für diesen Wahlkampf, für diesen harten Wahlkampf hier in NRW. Denn wir haben es nicht so leicht wie in Sachsen, die gerade bei 30% stehen. Wir sind bei 11% und ich hoffe, er gibt uns ein paar Prozentpunkte ab. Eins muss auch an dieser Stelle gesagt werden. Jetzt sind vor einer Bundestagswahl und NRW hat 12,8 Millionen Wahlberechtigte. Das ist genau viermal so viel, wie ihr es habt in Sachsen. Und deswegen tritt Tino Chrupalla nicht irgendwo auf und ich trete nicht irgendwo auf, sondern deswegen treten wir gemeinsam hier bei euch in unserem Land Nordrhein-Westfalen auf. Herzlich willkommen hier. Eine effiziente gemeinsame europäische Grenzsicherung angesichts der Migrantenströme gibt es schlichtweg nicht. Und auch diese sind doch eigentlich die Voraussetzungen, dass wir 2015 eben nicht wiederholen. Und auch daraus, wie gesagt, hat die Bundesregierung nichts gelernt. Die Migrationskrise von 2015 hat gezeigt, dass die EU nicht über den Willen verfügt, ihre Mitglieder auch zusammenzuhalten in den einzelnen Staaten. Und deswegen sagen wir, Deutschland kann nicht permanent die Schulden anderer Länder übernehmen. Das ist ein Bruch der EU-Verträge. Ja, und unsere Politik, die Politik der Alternative für Deutschland, ist realistisch, verantwortungsbewusst, immer am Allgemeinwohl orientiert und an den Bedürfnissen der Bürger. Die Politik der AfD beruht immer auf unseren freiheitlich-konservativen, patriotischen Überzeugungen. Ja, am 26.09. wird natürlich AfD gewählt. Gerade als Familienvater ist mir die Zukunft wichtig, ist mir wichtig, dass Familien unterstützt und entlastet werden. Und deswegen wähle ich AfD.